Würden Sie es heute ganz klar sagen, ja, der Söder, auch für die CDU, das kann ich mir richtig gut vorstellen. Na klar kann man sich das vorstellen, vor allen Dingen, wenn man weiß, und das finde ich wichtig, dass derzeit zwei Menschen gibt in der Bundesrepublik, sage ich als Staatsbürger, die Krise können, Angela Merkel und Markus Söder. Und das ist schon mal wichtig, weil das auch Vertrauen schafft. Ich möchte jetzt keine Leute an der Spitze haben in einem Bundesland oder auch an der Bundesregierung, die bei dieser Krise gescheitert wären. Wer weiß, wo das Land hingesteuert wäre. Die, so gesehen, die Sie jetzt nicht genannt haben, sind die in Ihren Augen ja vielleicht nicht gescheitert, aber haben die sich nicht bewährt? Also Spahn, Laschet, Röttgen, Merz. Da gehören natürlich die dazu, die in der Exekutive zunächst sind, auch Armin Laschet und Jens Spahn ganz besonders. Norbert Röttgen und Friedrich Merz haben ja keine exekutive Funktion und können deswegen auch nicht so stattfinden. Aber entscheidend ist doch, dass die beiden, Angela Merkel und Markus Söder, auch an der Spitze stehen bei den Beliebtheitswerten. Das sind immer Momentaufnahmen. Also ja nicht ganz unwichtig, dass die Leute zunächst Vertrauen in die handelnden Personen haben. Bei Markus Söder gibt es ja Spitzenwerte in Bayern von über 90%. Die hat fast nie ein amtierender Ministerpräsident. Hat er sich erarbeitet in den letzten Monaten. Das ist eine ganz wichtige Voraussetzung.